Für manche ist Judo nur ein Sport. Für Viktoria Skolnikova und Oliver Barr hingegen viel mehr. Der Judo-Sport bedeutet mir eigentlich Zusammenhalt. Judo als perfekte Schule für Menschen mit Beeinträchtigung. Judo vermittelt Selbstvertrauen. Man lernt, Geist und Körper miteinander zu verbinden. Viktoria und Oliver zählen zu den über 300.000 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in Deutschland. Sie zählen aber auch zu den 7.000 Athleten, die an den Special Olympics World Games in Berlin teilnehmen. Der größten inklusiven Sportveranstaltung der Welt. Die World Games sind ein einmaliges Erlebnis. Da kommt was Großes. Das wird immer zu nahe, wenn wir einlaufen ins Olympiastadion. Also ich freue mich jetzt schon. Sie kämpfen um Gold. Sie kämpfen aber auch für ein viel größeres Ansehen. Ich wünsche mir vor allem mehr Respekt gegenüber Menschen mit Beeinträchtigung. Keine 30 Kilometer nordöstlich von Basel befindet sich die Stadt Schopfheim. Rund 20.000 Menschen leben hier. Mitten im Zentrum hat Oliver Barr seine Arbeitsstätte gefunden. Während andere mit Beeinträchtigung oft in speziellen Werkstätten arbeiten, unterstützt er in einem Elektronikmarkt. Mein Name ist Janine Vöcklin, ich bin Geschäftsführerin bei Euronix Bühler in Schopfheim. Und Oliver Barr ist einer unserer Mitarbeiter. Oliver ist ein Schwerbehinderter, der seit etwa 10 Jahren bei uns arbeitet. Die Aufgaben von Oliver umfassen, dass er Pakete annimmt, er packt Pakete aus. Ich tue jetzt die Fernseher ins Lager verräumen und dann tut mein Kollege das in Regale verräumen. Klingt danach, dass er ganz schön viel Verantwortung aber hat. Ja, doch. Also es geht schon auch darum, dass er seinen Tag selber strukturiert. Er wird nicht jeden Tag angeleitet, sondern er kommt am Morgen und weiß eigentlich schon genau, was seine Aufgaben sind und muss auch dafür gerade stehen. Also wenn was nicht richtig gemacht wird, dann wird er schon auch zur Verantwortung gezogen und wird mit ihm gesprochen. Warum ist es dir wichtig, eine Arbeit zu haben? Sicherheit, nicht vom Staat abhängig zu sein. Da kann man auch in Urlaub fahren zum Beispiel oder Freizeitgestaltung, in den Zoo gehen. Oliver arbeitet immer montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. Zweimal in der Woche hat er allerdings früher Schluss. So auch an dem Tag unseres Besuches. Hallo. Hi. Hi. Du, jetzt bist du fertig? Können wir kommen? Jo. Ja? Okay. Ich bin die Cornelia Barr und ich bin die Mama vom Oliver. Ciao, miteinander. Schönen Mittag noch. Danke. Komm. Und wie war es heute? Gut. Okay. Also in Ordnung. Super. Der Oliver da hat das Recklinghauser-Syndrom. Das heißt, es sind Beeinträchtigungen, die sowohl geistig wie auch körperlich sind. Es kann Geschwulste bilden im Körper, es kann Lernbehinderung auslösen, es kann Tumore im Kopf auslösen. Er war ein total freundliches Kind. Er hat immer gelacht und hat immer Spaß gehabt, auch mit anderen Kindern draußen zum Spielen. Da waren 2, 3, die haben mit ihm gespielt auch. Die Nachbarstochter ist auch in seinem Alter gewesen. Also das war früher gar kein Problem so. Statt Dauerzustand war das allerdings nur eine Momentaufnahme. Das kam dann so, wo die anderen dann in die Grundschule gegangen sind. Da wurde dann auch nicht so großartig einbezogen, weil er motorisch halt da einfach gar nicht so in der Lage war. Da hat man das schon gemerkt, dass auch deswegen so zurückgeht mit anderen Kontakten. Halt fand Oliver schon immer bei ihm.
Neben seinen Eltern ist sein Bruder die für ihn wichtigste Bezugsperson. Der Dominik ist 4 Jahre älter. Zudem schaut er schon wirklich auf. Er ist auch Vorbild. Wenn er was hat, dann geht er zu ihm. Und ja, also das ist schon ein gutes, sehr gutes Verhältnis. Sein Bruder, sein bester Freund. Lange ist es noch nicht her, da kam erfolgreich Bewegung rein in Olivers Gefühlswelt. Durch sie. Ich bin Viktoria Skornikova, ich bin 31 Jahre alt, habe die psychomatische Behinderung, also Querstrich-Lernbehinderung. Viktoria, Judo hat eure Beziehung geebnet. Wie habt ihr euch kennengelernt? Durch Facebook, aber so richtig ineinander eher durchs Judo dann. Warum? Ja, weil das uns zusammenspeist. Und halt, dass wir mal ein gemeinsames Hobby haben. Jungs in dem Alter, die suchen halt auch jemanden, oder? Also da wird ja überall rumgeguckt, im Bekanntenkreis, auch im Internet. Aber auf der Suche, so wie jeder junge Mann. Und dann durch das Judo, dann war die Viktoria dann irgendwann mal Thema. Und da war er dann auch gleich verliebt und dann, ja. Dann hat er es ja mal mitgebracht, also war schön. Mittlerweile sind Viktoria und Oliver zusammengezogen. Wie in vielen Haushalten in Deutschland gibt es auch hier meist nur ein Thema. Und das ist nicht Judo, sondern des Deutschen liebstes Kind, der Fußball. Passend zur Region gibt es natürlich nur einen Herzensclub, mit dem SC Freiburg, der in ihrer Beziehung auch eine bedeutsame Rolle spielt. Das ist unser erstes Foto als Paar, 2015 im Dezember. Und wo? In Freiburg natürlich. Am Dreisamstadion noch. Warum natürlich? Weil da habe ich die Viktoria zum ersten Mal ins Stadion geschleppt. Wie der SC, so haben auch Viktoria und Oliver schon einige Erfolge vorzuweisen. Nur statt auf dem Rasen, halt in der Halle. Das ist der zweite Platz damals gemacht. Ja. War das deine erste Silbermedaille? Nein, ich hatte schon ein paar gehabt. Viktoria holte in Kiel bei den nationalen Meisterschaften sogar Gold. 4 Jahre später, also 2022, bei der Generalprobe in Berlin, wurden beide dann zum goldenen Paar. Da habe ich einfach einen guten Tag erwischt und ich war gut drauf. Da ist alles gut gelaufen. Angefeuert wurdest du auch von der ganzen Gruppe. Habe ich dafür gesorgt. Ganz ohne Unterstützung meistern sie den Weg zum Training. Immer montags fahren sie mit der Bahn nach Grenzach-Wielen. Für die rund 20 Kilometer würden sie mit einem Auto nur rund 20 Minuten benötigen. Einen Führerschein haben sie aber nicht. So brauchen sie rund eine Stunde, um mit der einen Bahn erst nach Basel zu fahren, um anschließend wieder zurück nach Deutschland mit einer zweiten Linie zu gelangen. Was bedeutet euch das, dass ihr die Möglichkeit habt, einfach zu sagen, hey, ich steige hier in den Zug, fahre zum Training, fahre woanders hin, wo ich Lust drauf habe? Ja, das ist schon gut, aber es ist mal schon öfters passiert, dass die Bahn ausgefallen ist und dass wir dann nicht ins Judo-Training konnten. Welche Rolle spielt Selbstständigkeit in Olivers Leben? Große. Er macht ja alles selbstständig, er geht auf den Zug, wenn die irgendwo hinfahren, dann sucht er auch alles raus. Also der kann besser Zug fahren wie wir jetzt. Macht sie diese Selbstständigkeit, die Oliver entwickelt hat, stolz? Ja, also es macht uns beide stolz, auch mit meinem Mann, also das ist schon toll. Toll ist auch der Einsatz, den Viktoria und Oliver beim Judo-Training zeigen. Dass das so ist, hat vor allem viel mit der Familie Claßen zu tun. Mein Name ist Cornelia Claßen, ich bin 57 Jahre alt, ich mache seit 48 Jahren Judo.
Ich bin die Referentin des Deutschen Judo-Bundes für Menschen mit einer geistigen Behinderung und Trainer im Judo-Club Grenzach-Wielen der Leistungsgruppe. Und eins, zwei, drei und Wurf! Für die Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ist es auch im Leben eine große Hilfe, weil sie lernen, selbstständiger zu werden, selbstbewusster zu werden. Wir trainieren Muskeln. Also von dem her ist das für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ein super Sport. Diese Trainingsgruppe ist in der Form, sind ganz viele drin, die schon sehr, sehr lange Judo machen. Für mich ist das immer ein sehr angenehmes Gefühl, hierher zu kommen. Insbesondere wenn ich einen stressigen Tag hinter mir habe, erdet mich das total. Mein Name ist Erika Klaassen. Ich bin 84 Jahre alt und habe den Judo-Club Grenzach-Wielen mitgegründet. Los ging es 1977, nachdem bei einem Dorffest ein Kontergankind ohne Beine ein Fußball geschenkt bekommen hat. Und mein Ex-Mann gesagt hat, darf ja nicht wahr sein, dass man einem Kind einen Fußball schenkt. Was soll der mit dem Fußball anfangen? Dieses Erlebnis war so aufwühlend, dass anschließend vermittelt wurde. Der Kontakt zwischen dem bereits existierenden Judo-Club und einer Schule für beeinträchtigte Kinder. Der Startschuss für Deutschlands erste Judo-Gruppe für beeinträchtigte Menschen. Damals, wir haben mit Kindern angefangen, war es wirklich, dass man sagen kann, diese Menschen, sie waren wirklich außerhalb der Gesellschaft. Ich weiß, wie viel Herzblut dahinter steht. Ich weiß, wie viel Energie sie reingesteckt hat. Und es ist tatsächlich ihr Lebenswerk. Als Konsequenz bekam Erika Klaassen 2012 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Und wenn man merkt oder sieht, was sie für Freude haben, wie lange die ja machen, wie viele Jahre, Jahrzehnte, mehr kann man nicht verlangen. Man gibt viel und man kriegt sehr viel zurück. Viktoria Skolnikova und Oliver Barr sind nun schon seit geraumer Zeit ein Teil ihrer Lebensaufgabe. Auch wenn Erika Klaassen in den Hintergrund gerutscht ist, ist sie bei den Trainingseinheiten noch immer dabei. Tochter Conny leitet seit vielen Jahren an und kann die Entwicklung der beiden genau einschätzen. Die letzten paar Jahre haben beide einen ziemlichen Sprung gemacht, weil wir halt sehr jetzt auch auf Wettkampf trainieren und sie viele Techniken jetzt auch schon wettkampfmäßig umsetzen können. Also man sieht einfach den Fortschritt in den Jahren. Und jetzt sollen das alle zu sehen bekommen. Im Sommer, wenn die Special Olympics World Games in Berlin stattfinden. Das erlebt man wahrscheinlich nur einmal, so ein weltweites Event, so viele Sportarten, so viele Menschen. Ich finde das toll. Für diese Menschen ist es ein Erlebnis. Das vergessen sie ihr ganzes Leben nicht mehr. Sie freuen sich beide richtig auf Berlin, weil ja, da steckt da richtig was hinten dran. Auch die Begegnung mit der anderen Judokas oder mit der anderen Sportler. Jetzt wollen wir halt mal sehen, ob er was reisen kann. Keine Ahnung. Und wenn nicht, dabei sein ist alles. Wie sehr freust du dich jetzt schon, Olli, auf das Turnier jetzt im Sommer? Sehr. Da kommt was Großes. Bei allem Trainingseifer nutzen Viktoria und Oliver auch immer die Chance, sich ein wenig abzulenken, um mal abzuschalten. Dafür eignet sich ein Spaziergang auf die benachbarte Burg Rötteln. Es ist eine der größten und imposantesten Ruinen Südbadens. Und doch ertappen sich die beiden selbst dabei, wie die Special Olympics World Games immer wieder in den Vordergrund treten. Denn so wie sie zum Turm aufsteigen müssen, so wollen sie es auch als Judoka in Berlin nach ganz oben schaffen. Ich hoffe, dass da auch mehr Fans kommen, weil ich finde, diese Veranstaltung zeigt, dass Deutschland auch inklusiv sein kann. Sie haben sich gefunden. Sie sind berufstätig, sie leben eigenständig. Sie sind schon jetzt in vielerlei Hinsicht absolute Gewinner.